Unser Gastgewerbe ist nicht nur systemrelevant mit 447.000 Erwerbstätigen allein in Bayern, es ist auch lebensrelevant. Gerade in der dunklen Jahreszeit sind wir ein wichtiger Baustein, der auch Hoffnung den Menschen gibt, gerade in Zeiten wie dieser Pandemie. Uns kann man deshalb nicht einfach an- und ausschalten wie einen Lichtschalter. Doch genau dies ist leider passiert. Wir wurden wieder komplett geschlossen, wir befinden uns in einem zweiten Lockdown. Das ist besonders bitter. Denn Sie haben alles gemacht. Sie haben investiert. Sie haben Hygienekonzepte ausgereift, gefeilt und umgesetzt. Sie haben viel gegeben und dann diese Vollbremsung. Sie haben so viel getan für die Sicherheit, so viel investiert in Hygienekonzepte. Und diese funktionieren auch. Das wurde uns von zahlreichen Experten bestätigt. Unsere Betriebe werden auch nicht geschlossen, weil etwa Infektionsgefahren bestehen, weil wir Ursache des Infektionsgeschehens sind, sondern weil aktuell die Infektionsketten nicht mehr nachverfolgt werden können. Für diese unverschuldete Schließung werden wir entschädigt. Das ist richtig und überlebenswichtig, denn nur so können wir die Schließungszeit überstehen. Wichtig ist aber, dass die Entschädigungen fortgeführt werden. Sie müssen für die komplette Zeit des Lockdowns gelten. Und wir brauchen weitere Rettungs- und Reformmaßnahmen. Die Entfristung der Mehrwertsteuer steht hier an oberster Stelle. Die muss dauerhaft gelten. Es müssen die Getränke eingeschlossen werden. Nur so haben unsere Betriebe die Chance, aus eigener Kraft diese schreckliche Pandemie zu überstehen. Wir brauchen weitere Reformmaßnahmen. Das Arbeitszeitgesetz ist von vorgestern. Der Bürokratieabbau darf keine Worthülse sein. Er muss ernsthaft angegangen werden. Und wir müssen ein Leben mit Corona organisieren. Dieser Lockdown muss der letzte Lockdown für das Gastgewerbe sein. Wir sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Bleiben Sie motiviert, halten Sie durch. Wir überstehen diese Pandemie und gehen gestärkt aus ihr heraus.